Wir sind auf der Zielgeraden unserer Church Without Walls-Serie angekommen. Mich haben die letzten Wochen krass begeistert, weil es mir nochmal ganz neu bewusst gemacht hat, dass Kirche überall da ist, wo ich bin. Ganz natürlich hier sonntags mit euch im Neuraum, in der Disco, bei 4 Celebrations, aber genauso auch unter der Woche. Wenn ich beim Mittagessen bin mit meinen Kollegen, wenn ich mit meinen Kids spiele, wenn ich vielleicht im Fitnessstudio trainiere, was ich mal öfters machen sollte, wenn ich beim Elternabend bin, vom Kindergarten, beim Party machen, ganz egal. Überall da, wo ich unter der Woche bin, wo Gott mich hingestellt hat, da ist Kirche, weil ich dort bin. Der Grundgedanke der letzten Wochen, den findest du in Matthäus 5. Und der lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Ihr seid das Licht und ihr seid das Salz. Wir müssen uns nicht erst verändern, wir müssen nicht erst die perfekten Christen werden, wir müssen nicht erst irgendein Bibelstudium gemacht haben, sondern ab dem Moment, wo wir Jesus begegnet sind, sind wir Salz und Licht. Und eine Story, wo eine Person sofort Salz und Licht ist und ihr Umfeld positiv verändert, hat mir eine Story gezeigt aus dem zweiten Teil der Bibel und die hat mich begeistert. Und du findest folgende Situation in Johannes 4. Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Ich habe mal bei Google Maps nachgeschaut, das sind ungefähr so 150 Kilometer. Und wenn man das zu Fuß macht, wie die Leute damals unterwegs waren, braucht man so ungefähr 30 Stunden. Jesus wird also mehrere Tage unterwegs gewesen sein. Und auf seinem Weg nach Galiläa muss er durch Samarien. Das ist ungefähr auf der Hälfte der Strecke. In Samarien kommt er mittags an und bei der Mittagshitze geht er zu einem Brunnen, um Pause zu machen. An diesem Brunnen trifft er auf eine Frau. Diese Frau kommt aus der nahegelegenen Stadt, um Wasser zu schöpfen. Und die beiden kommen miteinander ins Gespräch. Klingt jetzt erstmal nach einer ganz normalen Situation, kann man sich so vorstellen, an einem Brunnen. Aber aus drei Gründen war es ein absolutes No-Go, dass Jesus mit dieser Frau geredet hat. Erstens, diese Frau kommt aus Samarien. Und Juden haben nichts mit Samaritern zu tun gehabt. Sie wollten keinen Kontakt mit ihnen. Das liegt an der gemeinsamen Vergangenheit. Damals haben nämlich in dem Gebiet von Samarien auch Juden gelebt. Sie wurden von den Assyrern verschleppt oder ein Großteil der Juden wurde verschleppt und Ausländer wurden dort angesiedelt. Diese Ausländer sind dann Beziehungen eingegangen mit den Juden, die noch da gelebt haben. Und die Kinder, die aus diesen Mischehen entstanden sind, das waren die Samariter. Für wahre Juden also ein absoluter Verrat am eigenen Volk. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Der zweite Grund ist, ganz einfach, die Frau war eine Frau. Und damals haben Männer in der Öffentlichkeit nicht mit Frauen geredet. Der dritte Grund ist, dass diese Frau einen mega schlechten Ruf hatte. Sie hatte bereits 5 Ehemänner und der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammen ist, mit dem war sie nicht mal verheiratet. Und damals ging das gar nicht. Auf Ehebruch stand damals sogar die Todesstrafe. Es gab also mehr als genug Gründe, dass Jesus eigentlich kein Gespräch anfangen sollte mit dieser Frau. Aber das Coole ist, Jesus lässt sich nicht aufhalten von irgendwelchen No-Gos. Er lässt sich nicht einschränken von irgendwelchen menschlichen Grenzen oder irgendwelchen Mauern, die wir vielleicht in unserem Denken haben. Er sprengt diese Mauern und sieht immer die Person dahinter. Für die Frau war es eine ganz besondere Begegnung. Jesus hat sie angeschaut. Er kannte sie ganz genau, er wusste, wie ihre Vergangenheit aussah. Er hat sie auf ihre Fehler angesprochen, aber er hat sie nicht verurteilt. Und plötzlich war für diese Frau dort eine Person, die mit ihr gesprochen hat, die nicht mit dem Finger auf sie gezeigt hat, sondern jemand, der sie einfach angenommen hat. Jemand, der sie wertgeschätzt hat dafür, wer sie wirklich ist. Und jemand, der Antworten hatte auf ihre tiefsten Fragen. Und im Laufe dieses Gespräches mit Jesus erkennt die Frau, wer Jesus wirklich ist. Sie erkennt, dass er der Messias ist, auf den die Juden schon seit Jahrhunderten warten. Der Messias, der schon im ersten Teil der Bibel angekündigt wurde. Und Messias bedeutet der Gesalbte. Das heißt, mit Jesus sollte eine neue Herrschaft, eine neue Zeit anbrechen. Und das verändert das Leben der Frau total. In Vers 28 lesen wir Folgendes. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt
zu Jesus. Die Samariterin begegnet Jesus und es verändert ihr Leben komplett. Sie lässt alles stehen und liegen und sie rennt in die Stadt und erzählt den Leuten, hey, kommt mit, vielleicht habe ich den Messias getroffen. Sie ist sich noch nicht mal sicher. Sie hat selber noch Zweifel. Aber sie muss nicht erst perfekt sein. Sie muss nicht erst ihr Leben in den Griff bekommen und get free machen, sondern sie hat sofort die Kraft, Salz und Licht zu sein. Sie hat sofort die Kraft, ihr Umfeld positiv zu verändern. Mich begeistert es, was eine einzige Begegnung mit Jesus für einen Unterschied machen kann. Diese Frau hat sich total verändert. Auf einmal war sie furchtlos. Davor ist sie in der Mittagshitze zum Brunnen gegangen, da wo keiner zum Brunnen geht. Normalerweise geht man morgens oder abends, wenn es schön kühl ist. Und sie geht in der Mittagshitze, um sich nicht diesen Blicken der Menschen ausliefern zu lassen oder dass die Leute wieder blöde Kommentare machen. Sie geht in dieser Mittagshitze, um niemanden zu treffen. Und plötzlich ist sie furchtlos und sie rennt in die Stadt und erzählt allen Leuten, was sie erlebt hat. Ihre Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein müssen sich komplett verändert haben, weil die Menschen haben sie normalerweise verurteilt. Normalerweise wollten sie nichts mit so einer Frau zu tun haben, die in offensichtlichem Ehebruch lebt. Aber auf einmal hören sie auf das, was die Frau sagt. Sie sehen vielleicht auch, wie Jesus diese Frau verändert hat. Auf einmal hat diese Frau einen positiven Einfluss auf ihre Umfeld, auf ihre Gesellschaft. Und das ist keine alte Story aus der Bibel, die halt damals passiert ist, als man Jesus so am Brunnen treffen konnte, sondern genauso Geschichten erleben wir auch heute noch. Auch heute noch erleben Menschen, begegnen Menschen Jesus zum ersten Mal und es verändert ihr Leben. Und im nächsten Schritt verändert es auch ihr Umfeld. Und wie solche Geschichten sich heute zutragen, das möchten uns unsere 5 wunderbaren Interviewgäste erzählen, die wir jetzt gleich auf der Bühne hier begrüßen dürfen. Begrüßt sie mit mir mit einem fetten Applaus. Herzlich willkommen. So, wie schön sind wir hier, wie man in Zürich immer sagt. Susanne, du bist nicht nur meine wunderbare Cousine, du bist auch Leiterin eines Kindergartens. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie lebst du denn bitte Church Without Walls als Leiterin eines Kindergartens in deinem Umfeld? Also in allererster Linie, glaube ich, bin ich erstmal einfach ich, wie ich bin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da bin ich dann mit meiner Begeisterung und meiner Freude, die ich so mitbringe. Und ich liebe einfach Beziehungen und ich liebe es einfach auch, mich in Beziehungen zu investieren. Und das habe ich einfach die letzten Jahre gemacht, mich bewusst in Beziehungen investiert. Und durch das, was da entstanden ist, kann ich auch ich sein. Und Menschen kennen mich, wissen einfach inzwischen, dass ich eine Überzeugung habe für Gebet und dass Gebet Kraft hat. Und deshalb ist es auch inzwischen das Natürlichste, wenn ich bete und dass ich bete für Menschen und Situationen in meinem Kindergarten. Und wie sieht das dann aus? Also du rennst durch den Kindergarten und betest für jeden oder was passiert genau. Da so? Ungefähr so? So weit sind wir noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wollte. Ja, grundsätzlich starte ich in den Tag mit Gebet und mit dem Bewusstsein, hey, ich bin hier mit Jesus und Jesus, du darfst wirken und du darfst mich gebrauchen und lass mich erkennen, was wichtig ist heute. Und hol mir auch im Tag immer wieder Impulse ab für Gespräche oder ein Teammeeting oder als Leitung darf man relativ viele Entscheidungen treffen. Auch, ja, welche Entscheidung ist jetzt weiß oder ich brauche da Weisheit und weiß nicht mehr weiter oder auch im Umgang mit Kindern. Wenn man nicht weiß, was da jetzt gerade los ist oder was die brauchen, einfach zu fragen, hey Gott, sag mir doch, was jetzt wichtig ist oder was dran ist. Und das versuche ich in meinem Alltag immer wieder da innezuhalten und Gott mit hineinzunehmen. Und betest du dann primär für dich, also so wie du es jetzt gesagt hast, oder hast du auch schon mal mit Kollegen gebetet oder keine Ahnung? Inzwischen bin ich furchtlos, bete auch für Kollegen. Ich habe einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will auf meiner Arbeit so sein und mit meinen Kollegen und auch mit Eltern, wie ich mit meinen Freunden wäre. Und wenn ich in einem Gespräch, in einem 1:1, wo Menschen vielleicht eine herausfordernde Situation haben, einen Impuls habe zu beten, dann biete ich Gebet an und mein Gegenüber entscheidet dann in aller Freiheit, sagt ja oder nein, das kommt beides vor und dann darf ich beten. Und es hat sich einfach, also die Menschen wissen, sie können auch mit ihren Gebetsanliegen zu mir kommen. Nach meinem letzten Urlaub stand eine Kollegin in meinem Büro und hat gemeint, Susanne, so gut, dass du wieder da bist, ich habe schon auf dich gewartet, kannst du bitte beten? Und hat mir einfach aus ihrem Leben erzählt, wo sie gerade Gebet braucht und da war ich selber schon ein bisschen perplex.
Ja, krass. Also das heißt, Gebet ist tatsächlich eine Kultur, die du da eigentlich eingeführt hast. Hast du denn dann auch schon erlebt, dass sich dadurch etwas verändert hat in deinem Kindergarten oder etwas getan hat? Ja, das habe ich. Also ich bete eigentlich von Anfang an, dass Gott wirkt und das darf ich einfach erleben, auch wie allein schon wie die Atmosphäre ist, aber auch in kleinen und großen Dingen ist es Realität geworden, dass Gott Gebet erhört. Sei es, wenn ich für eine kaputte Spülmaschine bete und sie funktioniert wieder oder wenn es die ganze Woche regnet, nur an unserem Frühlingsfest nicht und da die Sonne scheint. Oder auch wenn ich merke, oh, irgendwie ist gerade die Atmosphäre unruhig und ich bete Jesus Frieden und Ruhe rein und es passiert und das bekommen Kollegen mit und genau. Das habe ich erlebt. Oder inzwischen ist es einfach so, das begeistert mich einfach total, dass ich nicht mehr alleine da bin als Susanne und als Christ, sondern dass inzwischen ich einfach Eltern kennenlernen durfte, die Christen sind. Dass sich daraus einfach ergeben hat, dass inzwischen Mütter sich zusammentun und regelmäßig für den Kindergarten beten aus allen möglichen Konfessionen. Und das begeistert mich. Oder dass Gott mir Kollegen zur Seite stellt, die auch Christen sind und wir in der Mittagspause beten und unsere Kollegen wissen das und kommen eventuell mit ihren Anliegen und sagen, kannst du da dafür beten? Wow, Hashtag nie ohne meine Group, yes, oder? Nie ohne meine Group, auch auf der Arbeit. Auf der Arbeit, schön. Und ja. Du hast mir auch erzählt, Kollegen haben sich für Jesus entschieden, oder wie war das? Ja, genau. Also ich hatte eine Kollegin, die ist inzwischen nicht mehr da, aber die wir sind über ihre Kinder ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, hey, vielleicht wäre Kinderkirche was und sie ist einfach wegen ihren Kindern gekommen und hatte eine Begegnung mit Gott und ich war dabei auf einem Get Free, wo sie von jemand anders begleitet wurde, wo sie sich hat taufen lassen und das begeistert mich. Oder eine Familie, die über andere Eltern, die auch Christen sind, Jesus kennengelernt haben und sich für Jesus entschieden haben und der Vater sich hat taufen lassen, wo ich dabei sein durfte. Und das sind so die Geschichten. Oder wenn ich die dann auf dem Leaders Day sehe, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil mich das einfach so bewegt, was Gott da getan hat und positiv Leben verändert hat. Und einfach, weil Leute da waren, die gesagt haben, hey, ich will einen Unterschied machen. Cool. In meinem Kindergarten. Vielen Dank, dass du einen Unterschied machst als Leitung und dass du Menschen freisetzt, dass sie einen Unterschied machen können in deinem Kindergarten. Dankeschön. Martin, wunderbar, dass auch du da bist. Du bist jetzt seit 35 Jahren in München und seit 35 Jahren in ein und derselben Firma, mittlerweile als Konstruktionsleiter und Vorstand. Wie lebst du das Motto Church Without Walls in deinem Umfeld und wie bekommst du irgendwie Arbeit, Familie und Kirche unter einen Hut? Ja, zuerst begeistert mich, dass Gott der Gleiche ist, über allem, über alle Lebensbereiche, über alle Zeiten. Das gilt auch für mich, also ich darf auch der Gleiche sein mit meiner Familie, mit den Kindern, mit den Enkeln, mit Freunden, Gemeinde, im Beruf. Das ist gut, dann kann man authentisch sein und verlässlich, lesbar, sodass andere einem auch erkennen können und gleichzeitig auch Fehler zeigen und eingestehen. Und ich kann mir da helfen lassen von anderen, die was besser können. Und diese Kulturfehler zu benennen, das ist gar nicht so üblich in der Firma und das ist da ja, vor allen Dingen als Vorstand zuzugeben, dass man Fehler hat, genau, eine Stärke, glaube ich. Und wie bekommst du Arbeit, Beruf, Familie und Gemeinde so unter einen Hut? Wie sind da deine Prioritäten? Was sind deine Erfahrungen? Ja, ich versuche von innen nach außen zu leben. Also zuerst schauen, dass ich in einer guten Beziehung mit Jesus bin, gute Beziehung mit meiner Frau, Kinder, Enkel und dann weiter raus Gemeindearbeit. Und die inneren Bereiche merke ich, da bin ich selber gar nicht der richtige Maßstab. Meine Frau hört das besser und sieht das, wenn es mir da nicht gut geht und es empfiehlt sich, das zu glauben. In der Firma ist es anders. Es hat so den Sog zu immer mehr. Es macht ja auch Spaß, es ist toll, man kann was, man kriegt Verantwortung, man darf was bewirken und eigentlich reichen 24 Stunden dazu nicht. Also muss man irgendwo ein Maß finden. Mir hat da geholfen, mit Freunden zusammen zu sein, die in ähnlicher Lage sind. Wir haben dann geschaut, was sind so für uns die Triggerpunkte oder Regeln, die helfen zu merken, wann wird es zu viel. Für mich war es, ich will nicht am Wochenende arbeiten, ich will die Arbeit nicht heimnehmen, zu Hause habe ich Zeit für Familie und ich will eigentlich zusammen Abendessen. Und
Das hat sich ganz gut bewährt. Streitet manchmal, aber ist eine gute Sache. Ja, ist ein guter Tipp, glaube ich, sich Leute zu suchen in seinem Umfeld, die in einer ähnlichen Situation sind und gemeinsam rauszufinden, wie wollen wir das leben. Was siehst du für eine Chance darin, wenn man als Christ Vollgas gibt im Job oder wirklich ja, seine Berufung wahrnimmt im Job? Also mich begeistert an der Stelle, dass Gott die Erde geschaffen hat und sagt, sie ist gut, wir sind sein Ebenbild, wir dürfen auch schaffen. Und das kommt ja vor, wir sollen die Erde bebauen, wir sollen sie bewahren, wir sollen herrschen, wir sollen sie untertan machen, wir sollen den Dingen Namen geben. Und ich glaube, diesen Gestaltungsauftrag und Gestaltungswillen, den dürfen wir überall leben, sei es als Bäckerin, als Banker, als Finanzer oder ich als Ingenieur. Ich darf Ventile gestalten, die machen Maschinen besser, die lösen Probleme, die man heute noch gar nicht hat. Das ist wunderbar. Und was wäre, wenn wir dies mehr tun an den Stellen, wo wir sind, das gestalterisch annehmen. Das ist eine Riesenchance. Vielen Dank, Martin, für deine Begeisterung, für den Job, aber auch für die Familie und die Kirche. Yeah. Danke. Kommen wir zu dir, Michi. Michi, du hast mich viele Jahre inspiriert, weil du warst viele Jahre Teil vom ICF Staff. Ich durfte viel von dir lernen. Und dann bist du Mama geworden. Das ist ja oft so ein Break im Leben einer Frau. Jetzt bist du seit 4 Jahren Mama. Kannst du mich einfach mit reinnehmen oder uns? Wie war da diese Veränderung für dich? Also ich habe eine große Überzeugung dafür, Mama geworden zu sein und auch zu Hause zu sein mit den Kindern, aber es ist de facto nicht immer leicht. Das werden jetzt alle Mütter verstehen, wenn ich das so sage. Aber was sich mir erschlossen hat in der Zeit, seitdem ich Mama bin, ist, dass es ein unglaubliches Potenzial hat, wie viele Menschen man kennenlernt aufgrund dieser neuen Rolle durch die Kinder, an die ich nie rankommen würde sonst. Also vom Spielplatz, Kinderturnen, Kindergärten, irgendwann kommt die Schule, das ist nochmal ein neues Umfeld. Und mein Gebet auch schon zu ICF Staff Zeiten war immer wieder, Gott, ich will dahin, wo du mich brauchen kannst, wo wir deine Liebe weitergeben können und wo Leute auch offen sind, ja, wo ich für dich wirken kann. Und das ist einfach in der Rückschau jetzt aus den letzten Jahren total abgefahren, wie aus jedem dieser Bereiche, wo ich als Mama reingekommen bin, ein besonderer Kontakt entstanden ist, wo wir irgendwie Gottes Liebe weitergeben konnten. Zum Beispiel ganz praktisch ein befreundetes Pärchen mit Kindern, die wir eben kennengelernt haben, die dann eine Zeit lang in unserer Small Group waren, obwohl die mit Gott gar nicht wirklich was am Hut haben und sich darüber neu haben inspirieren lassen, wie man Ehe leben kann. Oder einer Mama haben wir die Türen aufgemacht, die hat eine Woche bei uns gewohnt mit ihren Kindern, weil sie ihre persönlich größte Krise hatte. Genau, das waren so die Erwachsenen unter anderem und dann gibt es ja aber auch noch die Kinder. Jetzt ist meiner noch klein, das wird jetzt erst 4 und am Spielplatz, wo wir wohnen, da sind die Kinder alle älter und die sind ohne ihre Eltern am Spielplatz, weil die schon so groß sind. Und dann habe ich aber überlegt, na, ich mag die ja trotzdem, also wir haben uns halt unterhalten am Spielplatz, wie man das mit so Kindern macht, so genau, hat sich irgendwie ergeben. Und dann habe ich diese Kontakte bewusst geschlossen, initiiert, meinem Kind zuliebe, weil der fand die alle cool, die Großen natürlich. Und daraus ist dann entstanden, dass mein Mann und ich mal so einen Spielenachmittag angeboten haben und alle eingeladen haben. Dann waren da 12 Kinder und wir haben Schnitzeljagd gemacht und super war's. Und dann habe ich selber aber gemerkt... Waren die Eltern auch froh? Ja, die waren sehr froh, unsere Nachbarn. Das muss man wirklich sehr dankbar sein. Und dann war aber mein Problem mit diesen Kindern, die wir ja kennengelernt haben, die ja schon eben relativ groß sind, dass ich mit denen nicht über Gott reden konnte, weil es einfach schräg ist. Ich würde auch nicht wollen, dass mit meinem Kind am Spielplatz irgendjemand über Gott redet. Also da will ich irgendwie mitkriegen, wer ist das? Und dann haben wir überlegt, was wir machen und dann kam uns eine schlaue Idee. Wir sind ja in einer guten Kirche, die viele Angebote hat und wir haben uns das ICF Kids to Go eingeladen. 2-mal, so ganz offiziell, mit Einladungsbriefchen im Briefkasten, haben erklärt, was ist das ICF, dass wir da hingehen und dass man seine Kinder da jetzt schicken kann. Und dann waren die 2-mal da und es waren tatsächlich 30 Kinder da, die diesen Kindergottesdienst erlebt haben. Es kamen einige Eltern mit, die sich das angeschaut haben, mit denen wir über Gott und Kirche nachgedacht haben. Und es war einfach voll spannend, wie Gott uns benutzt, einfach weil wir da drin sind. Und was dazu noch kommt, jetzt haben wir das ja gemacht für Leute um uns herum. Und trotzdem hatte das Auswirkungen auf meine eigenen Kinder, weil natürlich rede ich mit meinen Kindern, was wir da machen. Und als wir auch mal gefastet haben für unsere Freunde, die Gott nicht kennen, habe ich mit meinem Großen halt erklärt, ja, ich esse jetzt gerade nur das und das oder das nicht, wie auch immer, weil wir wollen, dass die und die Leute Freunde von Jesus werden. Und der hat es abgenickt, denkt sich da ja nichts groß. Und Wochen später kommt er auf einmal her und sagt, Mama, ich will, dass der Freund von mir auch ein Freund von Jesus wird und ich faste jetzt und zwar Parmesan. Das ist ein großes Opfer für das ein Vierjähriger. Das war wirklich ein großes Opfer. Aber ich fand es echt so krass, wie meine Familie, meine eigene, profitiert davon, einfach weil ich authentisch auch da meinen Glauben lebe und ihnen erkläre, was ich mache für andere Menschen.
Jetzt hast du aber trotzdem erzählt, ganz am Anfang, es ist nicht immer einfach. Das glaube ich auch wirklich. Ja. Was sind denn so typische Hindernisse im Leben von einer Mama? Ja, also ich habe schon einige. Die mir jetzt so auch im Rückschau vom letzten Jahr aufgefallen sind, ist, dass ich mich so eingedödelt habe in meinem System. Also man wohnt da jetzt, man hat sich eingerichtet und unbewusst schleicht sich der Gedanke ein, naja, wir sind da jetzt halt die nächsten 20 Jahre, wir haben ja ewig Zeit. Und letztes Jahr haben wir tatsächlich verpasst, Leute zu Weihnachten einzuladen, weil ich in meinem eigenen Brei so geschwommen bin und gedacht habe, nein, nächstes Jahr ist ja wieder Weihnachten. Und das merke ich, da will ich selber wieder raus und sagen, nee, jeder Tag ist eine Chance und ich könnte die verpassen und ich will sie nicht verpassen. Dann habe ich gemerkt, ich kann mich wunderbar hinter meinen Kindern verstecken. Ganz praktisch, ich kann denen immer hinterherlaufen, da muss ich mit gar keinem reden. Oder auch thematisch, dass man gar nicht auf den Erwachsenen kommt und fragt, wie geht's dir? Oder erzähl auch, was mit meinem Leben so los ist. Da merke ich, muss ich mich immer wieder erinnern, um was geht's jetzt hier eigentlich, um mich auch herausfordern, jetzt einfach auf Beziehungsebene zu sein. Und ich persönlich finde es schwierig, mit Gott auch Zeit zu verbringen, weil meine Kinder einfach oft vor mir wach werden. Und ich glaube, würde ich das aber schaffen, regelmäßig mit Gott, manchmal nur 5 Minuten am Tag, dann könnte mich Gott erinnern an all die Sachen, die ich gerade gesagt habe, könnte mich wachrütteln, könnte mir sagen, was ist heute für dich wichtig? Und das wünsche ich mir, also wie so mein Lebensmotto für 2018, dass ich mit Gott wieder 5 Minuten am Tag schaffe, um keine Chance zu verpassen, für ihn zu sein. Ob jetzt in meiner Familie oder eben in dem Dunstkreis drumherum. Wow, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch, dass du das wieder schaffst. Yeah. Vielen Dank, Michi. Gerne. Leon, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich total, mit dir hier auf einer Bühne zu sein. Erzähl uns doch mal kurz, wie bist du überhaupt Christ geworden und was hat das mit Fußball zu tun? Ja, ich bin vor 4 Jahren zum Glauben gekommen. Zu der Zeit habe ich bei Bayern Fußball gespielt. Ihr müsst wissen, ich kannte bis dahin Gott nur aus dem Religionsunterricht. Ich hatte nicht viel mit dem Glauben zu tun. Auf jeden Fall zu der Zeit war ich verletzt. Ging auf Krücken und ich hatte am Trainingsgelände Behandlung und bin zur Tramstation gegangen. Und dann war ich gerade auf dem Weg und dann hat ein Amateurspieler von Bayern angehalten und gefragt, ob er mich mitnehmen könnte. Ich habe gesagt, ja, okay. Dann bin ich eingestiegen und die Fahrt war nur 2 Minuten lang, war nicht lang. Am Ende hat er mir noch ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hey, da stehen viele Sportlerberichte drin. Kannst du mal reinschauen. Ich habe mich darüber gefreut, gedacht, cool, lese ich gerne. Dann bin ich in die U-Bahn gestiegen und habe das Buch aufgemacht und habe dann weniger Sportlerberichte, mehr das Neue Testament entdeckt. Und ich wusste erstmal gar nichts damit anzufangen, habe auch bildlich gesprochen das Buch in der Ecke geschmissen. Das lag dort auch ein paar Monate. Und dann war der Zeitpunkt, dass ich auch wieder mit der U-Bahn ins Training unterwegs war. Und dann ist dieses Buch in meiner Sporttasche aufgetaucht. Und ich habe dann angefangen, darin zu lesen. Und ich habe einfach gemerkt, was für eine Wahrheit darin steht und was für einen Frieden diese Worte mir schenken. Und ich habe dann Christian Dörflinger, das war der Amateurspieler, ich habe ihn dann angerufen und habe einfach ihm all die Fragen gestellt, die sich mir gestellt haben. Und wir hatten viele Gespräche und er hat mich dann auch in seine Gemeinde mitgenommen. Das war das ICF. Und hier durfte ich dann auch einfach erfahren, wer Jesus ist und auch im Glauben immer mehr wachsen. Und ja, es gab dann eine Zeit, dass sich mein Bruder auch gefragt hat, hey, was macht der Typ den ganzen Sonntag und wo ist der und so. Und ich habe ihm dann auch ein bisschen vom Glauben erzählt und ihn auch einfach eingeladen. Und ich darf jetzt auch sagen, dass er Jesus in sein Leben gelassen hat. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich von Bayern zu Ingolstadt gewechselt bin. Und durch diesen Wechsel kamen auch die Möglichkeiten, auch dort über meinen Glauben zu sprechen, auch mit Mannschaftskollegen. Und es war dann so, dass wir von Ingolstadt aus nach München gefahren sind mit dem Zug. Und ich war mit einem Mannschaftskollegen und ihm ging es nicht so gut und er hat ja über seine Probleme mit mir gesprochen. Und es war so das erste Mal, dass ich den Drang hatte, ihm von Jesus zu erzählen und von dem Frieden, den er schenkt. Und ja, ich habe dann so angefangen, so, hey Bro, pass auf, ich bete in solchen Momenten. Und ich habe ihn dann auch ins ICF eingeladen und ich kann auch mit Freude sagen, dass er Jesus in sein Leben eingeladen hat. Und
Es war dann auch so, dass sein Bruder sich ungefähr, also Gilbert, den kennt ihr vom Gebetsteam vielleicht, er hat sich genau das gleiche gefragt wie mein Bruder. So, ja, was macht der Gregu, das war mein Mitspieler, was macht er den ganzen Sonntag? Und er ist dann auch mit ins ICF gekommen und hat auch Jesus in sein Leben eingeladen. Und was mir unglaublichen Frieden schenkt, ist, dass ich am Ende vom Tag wissen darf, dass Gottes Liebe nicht davon abhängt, ob ich in der Champions League spiele oder in der Kreisklasse, dass seine Liebe immer gleichbleibend ist. Vielen Dank, Leon, für deinen Mut, das hier zu erzählen und für die inspirierende Story. Kommen wir zu dir, Noemi. Du bist die Jüngste im Bunde, du bist 16 Jahre alt und du spielst das Spiel des Lebens nicht auf dem Fußballplatz, aber in der Schule. Das ist wahrscheinlich nicht weniger herausfordernd. Erzähl mir einfach mal kurz, wie lebst du da deinen Glauben? Also ich glaube erstmal grundlegend dafür, dass ich meinen Glauben auch in der Schule authentisch leben kann, ist, dass ich auch unter der Woche Zeit mit Jesus verbringe, also nicht nur sonntags, sondern jeden Morgen die Bibel aufschlage und mit Jesus rede oder Worship mache. Und das ermöglicht mir das einfach, dass ich mir Gottes Liebe abholen kann für meine Familie, für meine Freunde und auch für Mitschüler, die ich nicht so mag. Oder beziehungsweise, genau, wo es einfach schwierig ist. Und das ist so dieser erste Schritt. Und dann habe ich mir das angewöhnt, dass jedes Mal, wenn ich kurz vor acht das Schulgelände betrete, dass ich dann anfange zu beten und sage, Jesus, ich wünsche mir, dass du mit mir reingehst und dass du einen Rahmen kreierst, wo Lehrer, Schüler dich kennenlernen, also wo sie einfach ins Nachdenken kommen, vielleicht auch im Religionsunterricht, dass da wirklich krasse Dinge passieren. Und gleichzeitig mache ich mich dann halt auch bereit und sage, okay, und wenn du durch mich wirken willst, dann lade ich dich ein, dass du einfach durch mich sichtbar wirst. Also das ist tatsächlich so ein Ritual geworden für dich, dass du dich eigentlich innerlich erstmal ready machst, genau, dass was passieren kann, dass Gott dich gebrauchen kann. Jetzt kann ich mich an meine Schulzeit erinnern. Ich war damals kein Christ, das war auch wahrscheinlich besser so, weil, nicht wegen mir, sondern weil ich tatsächlich erlebt habe, diejenigen, die Christen waren, die kamen nicht so gut an. Die waren so ein bisschen awkward teilweise. Man hatte Angst, dass sie einen bekehren wollen und so. Das war alles ein bisschen schräg. Wie erlebst du denn das? Bist du so diejenige, die einfach so ein bisschen anders ist und so ein bisschen der Außenseite? Oder wie ist das dann ganz praktisch vor Ort? Also es ist so, dass mittlerweile meine ganze Jahrgangsstufe eigentlich weiß, dass ich Christ bin und dass ich so ein Christ bin, der auch noch die Bibel liest und daran glaubt und so versucht zu leben, wie es da steht. Und viele begegnen mir schon mit einer großen Skepsis. Also erstmal so, genau, willst du mich jetzt bekehren oder was, willst du mich verurteilen oder genau. Und trotzdem ist jetzt so, dass ich kein Außenseiter bin, sondern in verschiedensten Gruppen einfach meine Freunde haben, meinen Platz, wo ich einfach ich selber auch sein kann. Und ich glaube, es hat einfach unterschiedliche Gründe, warum es die Leute doch mit mir aushalten und ich nicht komplett weird bin. Und zwar liebe ich es einfach, fröhlich zu sein. Also ich liebe es, montagmorgens in die Schule zu gehen und zu singen und einfach Witze zu machen, so um mal ein bisschen die Stimmung da aufzuheitern. Und ich merke, dass die Leute mich dafür bewundern. Also viele kommen auch auf mich zu und fragen, wie ist es möglich, dass du 24/7 gut drauf bist, egal was passiert? Und ich so, und die können das dann auch schon connecten, dass es was mit meinem Glauben zu tun hat, auch wenn sie es nicht ganz verstehen. Naja, und so, das merken sie, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich mich wirklich für die interessiere. Also ich interessiere mich für jeden Einzelnen und ich nehme ihn auch an, so wie er ist. Also es geht mir gar nicht darum, die zu verurteilen, sondern dadurch, dass ich mir morgens so eine Liebe abholen kann, liebe ich es auch, diese Liebe weiterzugeben. Und zum Beispiel diese Woche hatte ich mit einem Mädchen ein Gespräch, deren Eltern sich vor ein paar Wochen haben scheiden lassen. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, wir kennen uns nicht gut, so inwieweit will sie mir das Persönliche weitergeben. Und am Ende des Gesprächs hat sie sich bei mir bedankt, dass ich so gut zugehört habe und dass ich mich für sie interessiert habe. Und sie war total verblüfft und ist dann auch mit mir noch bis zur U-Bahn gegangen und so. Also das macht mir so eine Freude, wenn ich Menschen so auch berühren kann. Und ganz praktisch habe ich mir vorgenommen, Kultur zu prägen, indem ich einfach mit so einem Blick durch die Schule gehe, wo was Schönes ist. Also wenn jemand ein cooles Outfit hat oder eine coole Frisur oder was Geiles gesagt hat, dann gehe ich halt einfach hin und sage das so, um die Leute zu ermutigen und aufzubauen. Weil wenn du dann, auch wenn die manche so nicht drauf klarkommen oder so ein bisschen so reagieren, merke ich, dass sie eigentlich voll aufblühen und das Selbstbewusstsein so gepusht wird und sie so voll zu strahlen anfangen. Und das ist auch
einfach ein nices Gefühl. Schön, also das heißt, du machst wirklich ganz bewusst da einen Unterschied vor Ort an deiner Schule und das ist was Positives, was die Leute durch dich mitbekommen. Ja. Du hast mir heute erzählt, das fand ich einfach so bewundernswert, weil du bist 16 Jahre alt, du hast mir erzählt, du hast ein Vision Statement für dich in der Schule. Kannst du uns das vielleicht nochmal kurz mitgeben, weil das hat wirklich, it blowed my mind. Sehr gerne. Also ich habe mich dafür entschieden, dass ich nicht hauptsächlich in der Schule bin, um mein Abitur zu machen, sondern in erster Linie einfach Samen so säen will, wie wir letzte Woche gehört haben. Ich will einfach Samen säen ins Leben von Menschen. Das finde ich wirklich krass. Du bist 16 Jahre und säst Samen. Vielen, vielen Dank, Noemi. Das hat mich sehr inspiriert, deine Story zu hören. Und es hat mich inspiriert, euer aller Story zu hören. Deswegen einen Applaus für jeden Einzelnen. Vielen Dank, dass ihr diesen Sonntag mit uns gestaltet. Und in diesem Sinne sage ich, bring it to an end, my friend. Alright. Vielen Dank, Christina. Ich finde es begeisternd, 5 Menschen mit 5 unterschiedlichen Geschichten und bei allen steht im Mittelpunkt, dass Jesus sie gebraucht, um ihr Umfeld positiv zu verändern. Ich finde es krass, was eine Person, die sich bewusst dazu entscheidet, Church Without Walls zu leben, für einen Unterschied machen kann. Wenn wir uns mal die Story vom Leon noch mal kurz anschauen. Da war ein Amateurspieler, der mit seinem Auto gerade losfährt und der sieht, da ist jemand auf Krücken und hat vielleicht den Blitzgedanken, komm, ich frage ihn, ob ich ihn mitnehmen kann. Und er nimmt ihn mit und denkt sich dann, komm, jetzt habe ich ihn schon im Auto, jetzt schenke ich ihm noch eine Kickerbibel. Hey, und was hat das für einen Unterschied gemacht? Der hätte auch einfach weiterfahren können. Aber heutzutage kommen 4, 5, 6 Fußballer hier in diese Kirche und erleben Jesus Woche für Woche, haben ihm ihr Leben gegeben, sie bringen ihre Freunde mit, ihre Familie und verändern wieder ihr Umfeld. Das bringt mich zurück zu der Frau am Brunnen. Durch diese Frau haben auch ganz viele Menschen aus dieser Stadt Jesus kennengelernt. In Vers 42 können wir lesen, sie sagten zu der Frau, also diese Bewohner der Stadt, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selber gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ich finde das krass, weil Menschen, da steht Menschen, fangen an Jesus zu glauben, weil du ihnen von ihm erzählst. Du nimmst sie mit rein in das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Sie sehen an deinem Leben, wie Jesus dich verändert hat und sie fangen an Jesus zu glauben. Und das Coole ist, du darfst selber noch Zweifel haben und Fehler und Fragen, weil es kommt nicht darauf an, dass du besonders toll bist und du die richtigen Worte findest, aber Jesus und Gott handelt durch dich durch. Und er will deine Story gebrauchen, um Menschen für ihn aufmerksam zu machen. Und im zweiten Schritt begegnen sie Jesus dann ganz persönlich. Und dann können sie auch sagen, jetzt haben wir ihn selbst erlebt und jetzt wissen wir, dass er der Retter der Welt ist. Aber angefangen hat es vielleicht mit deiner Story und mit dem, was du ihn von ihm erzählt hast. Wenn du bereits eine Person bist, die auch furchtlos versucht, ihr Umfeld positiv zu verändern, die Salz und Licht ist, die Menschen begeistern von dem erzählt, was Jesus in deinem Leben tut, dann will ich dir einfach mal von hier vorne vielen Dank sagen, dass du das tust. Wenn du dich als Christ bezeichnest und du wünschst dir auch, dass dein Umfeld immer mehr sich verändert, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber du hast vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht betest du auch schon lange für deine Freunde und erzählst ihnen irgendwie immer wieder von Gott, lässt sie ein, aber es ist noch nie jemand mitgekommen. Vielleicht denkst du auch, ich habe gar nichts zu erzählen, was ist schon meine Story, ich habe nicht so ein krasses Zeugnis. Hey, dann nutz die nächsten Momente, wo wir gleich gesungene Gebete singen werden, um einfach mit Jesus im Gespräch zu sein. Hey, frag ihn, was deine Story ist, weil wenn du Jesus kennst, dann hast du eine Story. Und du kannst beten, du kannst auch zum Gebetsteam gehen, das ist da vorne bei der Treppe und du kannst einfach schlechte Erfahrungen bei Gott abgeben. Du kannst Menschenfurcht abgeben und du kannst dir einfach bei Jesus all das holen, was du brauchst, um Salz und Licht zu sein. Vielleicht bist du aber heute zum allerersten Mal hier in dieser Kirche, weil dich irgendjemand eingeladen hat. Und du fühlst dich so ein bisschen wie diese Frau am Brunnen und denkst dir, wo bin ich hier? Wer ist das? Hey, dann nutzt diese Zeit, dann ist das jetzt die Möglichkeit, dass du zum allerersten Mal Jesus begegnen kannst. Dann fang an, mit ihm zu reden. Und es ist ganz egal, wie deine Vergangenheit ist, weil Jesus kennt deine Vergangenheit, er weiß genau, wie es dir geht, aber er verurteilt dich nicht, sondern er wünscht sich, dass du ihn kennenlernst und dass du aufblühst.
Wir haben jetzt eine Zeit mit gesungenen Gebeten. Und nutz diese Zeit einfach so, wie es dir gut tut. Das ist deine ganz persönliche Zeit mit Jesus an diesem Brunnen. Und lass diese Zeit nicht vorübergehen. Vielleicht bittest du einfach Gott, dass er dir die eine Person aufs Herz legt, die irgendwie offen ist, der du von ihm erzählen darfst. Oder du nutzt diese Zeit einfach, um dich selber von ihm füllen zu lassen mit all dem, was du brauchst, weil er kennt dich und er weiß genau, was du brauchst. Ich möchte gerne noch für diese Zeit jetzt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute noch genau derselbe bist wie damals vor 2000 Jahren an diesem Brunnen in Samarien. Du kennst uns ganz genau, jeden Einzelnen. Du weißt, wie es uns geht, du kennst unsere Vergangenheit und du wünschst dir nichts mehr als ja, eine Beziehung zu uns. Du verurteilst uns nicht, sondern du weißt genau, was wir brauchen, um aufzublühen. Und ich bitte dich jetzt, dass du in diesen nächsten Minuten jedem einzelnen Menschen in diesem Raum begegnest. Dass niemand hier rausgeht, ohne eine Begegnung mit dir gehabt zu haben. Und dass wir am Ende dieser Celebration hier rauslaufen und den Menschen in unserem Umfeld einfach erzählen, was du Krasses gemacht hast in unserem Leben. Amen.